Wenn der Wetterbericht wieder einmal von Kalima spricht, so bedeutet das auf den Kanaren Süd-Südostwind mit viel Sandstaub aus der Sahara. Nicht nur, dass die Fernsicht erheblich eingeschränkt ist oder sogar der Flugverkehr beeinträchtigt werden kann, kann es auch für Asthmatiker gefährlich werden. Für uns bedeutet es zunächst einmal putzen, putzen, putzen. Da dieser Staub meist auf salzige Oberflächen trifft, bleibt er gut haften. Außerdem enthält der Staub große Mengen an Eisenoxid, was sich auf Nirobeschlägen gerne als Flugrost bemerkbar macht. Der ist schon ganz schön geworden. Man sieht immer wieder auch den Flugrost, der sich auf die Sachen draufsetzt. Hinterher, vorher. Und das hier ist Kalima. Das ist so ein Staub, der wirklich auch fettig ist. Ganz komisch. Ich bin froh, dass ich einen Oxley-Bootsmannsstuhl habe. Oxley hat dieses Produkt aus dem Gleitschirmbereich übernommen. Äußerst bequem und sicher in allen Körperpositionen. Völlig entspannt, ohne dass es einem die Beine abquetscht, macht die Arbeit hier in luftiger Höhe richtig Spaß. Für uns ist die Rigreinigung mittlerweile schon zur Routine geworden. Hierzu verlängern wir unseren Wasserschlauch und spülen das komplette Rig ab. Dabei ist es mir sehr wichtig, alle Drähte und Terminals nicht nur genau anzusehen, sondern auch auf Schäden hin abzutasten. Ich kann mich noch gut an die ersten Ausflüge in den Mast erinnern. 20 Meter hoch, das ist schon was. Mittlerweile genieße ich aber den tollen Rundumblick sehr. In der Situation hoch oben im Mast ist unser Headset unerlässlich. Möchten wir doch nicht die ganze Marina mit unserer Konversation unterhalten. Ich glaube, das ist gut so. Jetzt sind wir hier nur noch 3 Meter oder 4 Meter über dem Deck. Als wir vor Jahren unsere Echomax-Antenne im Masttop installieren, konnten wir eine große Manitou-Arbeitsplattform benutzen. Diese erleichterte die Montage erheblich. Der Echomax Radarzielverstärker reagiert auf Radarsignale im X-Band und schickt diese deutlich verstärkt zurück. Dadurch wird unsere Sichtbarkeit effektiv erhöht und trägt zu unserer eigenen Sicherheit deutlich bei. In den vergangenen Jahren haben wir immer mal wieder mit abfallender Motorleistung zu kämpfen gehabt. Und zwar fiel die Leistung meistens in den unpassendsten Situationen plötzlich ab. Ich erinnere mich da gut an eine Brückendurchfahrt mit Gegenstrom, als wir plötzlich zu wenig Motorleistung hatten. Wir hatten Glück und konnten einen Crash in dieser Situation vermeiden. Alles deutete darauf hin, dass der Sprit unsauber ist. Immer verschoben blieb das Problem latent, aber immer da. Bis jetzt. Jetzt haben wir eine kleine Firma in Arrecife gefunden, die eine Tankreinigung durchführt. Glutamar geben wir bei jedem Dieselfassen in den Tank. Es soll verhindern, dass sich Bakterien bilden, die schließlich zu der berüchtigten Dieselpest führen. Wie wir feststellen, haben wir keine Dieselpest, aber die abgestorbenen Bakterien bilden einen Schleimfilm im Tank. Wird der Diesel nun bei starken Schiffsbewegungen gut umgerührt, kann dieser Mulm angesaugt werden und die Leitungen oder die Filter verstopfen. Wie wir hier sehen, war eine Reinigung des Tanks absolut nötig.
820 Tonnen kann der gigantische Travelift bewegen. Es ist einer der größten auf den Kanaren. Die extremen Ausmaße dieser Maschine werden hier eindrucksvoll deutlich, als das Monster direkt neben unserem Arbeitsliegeplatz einen großen Holzsegler ins Wasser bringt. Viele Großjachten nutzen auf ihrem Weg in die Karibik hier in Arrecife noch einmal die Möglichkeit, Arbeiten am Unterwasserschiff durchführen zu lassen. Wohlwissend, dass sie so schnell einen solchen großen Kran nicht wieder bekommen. Apropos Unterwasserschiff. 2018 rüsteten wir noch in Holland Mola Mola mit neuen Propellern am Bugstrahlruder aus. Diese haben geschwungene Flügelflächen und versprechen mehr Schub und Laufruhe. Ebenfalls umgerüstet haben wir unseren Antriebspropeller. Ursprünglich rüstet Halbergrassi alle Boote dieses Typs mit Gori-Faltpropellern aus. Damals angeblich das Nonplusultra. Wir waren mit dieser Konfiguration in Verbindung mit unserem Turbodiesel nie ganz glücklich. Deshalb bestellten wir einen Flexofold-Propeller. Dieser arbeitet wartungsfrei und bringt die volle Leistung der Maschine ins Wasser. Wir sind damit sehr zufrieden. Besonders wichtig erscheint mir immer das Thema erholsamer Schlaf. Da ich in der letzten Zeit nicht besonders gut in meiner Koje gelegen habe, haben wir das Abenteuer gewagt und die Matratze in der Koje ausgetauscht. Wir konnten sogar hier auf Lanzarote in einem Geschäft zwischen verschiedenen Schaumstoffqualitäten wählen. Zugeschnitten habe ich das Material selbst und da die Originalüberzüge von Halbergrassi mit Reißverschlüssen versehen sind, mussten wir lediglich die Knöpfe der alten Matratze entfernen. Die Arbeit hat sich gelohnt. Ich liege deutlich besser in meiner neuen Koje. Frühstück am Anker in Papagayo. Ein herrliches Müsli, ein heißer Kaffee und ein Ingwer-Shot. Der ist so gesund. Oh. Das ist lecker. Frühstückstipp aus Brest. Schwarzbrot, Ziegenkäse und aus Jersey Black Butter. Die Geschmacksexplosion ist vorbestellt. So eine Spezialität, Black Butter aus Jersey. Ja, und auf die Walder Baumbremse wollen wir schon lange nicht mehr verzichten. Wir haben den jetzt, da war der ursprünglich fest, und jetzt haben wir den Beschlag hier. Dadurch kann die Baumbremse hier nicht mehr anschlagen. Ich verspreche mir davon einen deutlich besseren Sitz. Der Svitec-Hydrogenerator sorgt bei uns seit Jahren für volle Batterien.
Seine Leistung ist natürlich davon abhängig, wie schnell das Boot läuft. Vorteil gegenüber der Solartechnik: er liefert auch nachts Strom. Laufen wir 5 bis 7 Knoten durchs Wasser, es auch mehr, liefert der SweTech locker 10 bis 20 Amperestunden. Das reicht bei uns, über 24 Stunden gesehen, um die Batterien voll zu halten. Scheint die Sonne für eine längere Zeit nicht, haben wir zur Not auch noch den kleinen Honda, der die Batterien füllen kann. Ich glaube, das Thema Energieversorgung treibt uns alle um. Gut in Fahrt sind wir mit dem SweTech ganz prima versorgt. Vor Anker kommen unsere mobilen Sonnenpaneelen zum Einsatz. Insgesamt kommen wir da auf maximal 500 Watt. Das ist knapp. Swoit das Boot am Anker, muss ein vernünftiger Platz für die Paneelen gefunden werden. Außerdem sollte der Ausrichtungswinkel zur Sonne permanent angepasst werden. Beste Ergebnisse erzielt man natürlich bei einem Einfallswinkel von 90 Grad. Also bleibt man immer in Bewegung. Ich versuche auch, die Windsituation zu berücksichtigen, denn die Flächen sind groß und wirken wie Segel. Liegen wir vor Anker, ziehen wir nachts stets das Dinghy hoch. Als wir das Boot 2018 für die große Reise vorbereitet haben, habe ich unter anderem euch in einer Episode gezeigt, was Mozart mit dem Teakdeck zu tun hat. Und da könnt ihr euch bestimmt noch daran erinnern, das ist ein spezielles Messer, was es da gibt. Sieht so aus. Da fährt man so über das Teakdeck und schneidet das überschüssige Material glatt ab. Das ist eine sehr gute Sache und das ist jetzt von 2018 bis knapp 2022, ist das ja schon einige Zeit her. So fährt man jetzt hier so vorsichtig drunter und jetzt zieht man hier das überschüssige Material ab. Die Klinge muss relativ genau geführt werden, damit man nicht ins Holz schneidet. Eine ganze Menge im Eimer drin. Das wird ja abgerieben und es gibt jetzt hier so eine Delle und jetzt steht das Gummimaterial, das steht jetzt hier über und wenn man dann mit dem Fuß oder mit dem Schuh hier drüber rutscht, kann die Nut rausgezogen werden und dann wird das sehr schnell undicht, das Teakdeck. Deswegen glatt abschneiden, dann sieht das hinterher wieder so aus, hier, das ist schon geschnitten, ganz glatt geworden und hier ist es noch nicht geschnitten, da seht ihr, das ist also noch recht dick. Es gibt da im Internet so ein Teil, wo man stromlos Joghurt machen kann. Besteht aus diesem Thermobehälter und diesem Innenbehälter mit Deckel, in den man dann einen schon von mir vorher gefertigten Joghurtansatz reintut. Dann das Ganze mit Haarmilch aufrührt. Was natürlich überall auch zu gut zu kriegen ja, ist. Ja, gut zu kriegen ist, gut zu lagern ist, absolut toll. Ohne Kühlung aufzubewahren ist. Dann rührt man das unter, vermischt das. Jeder, der schon mal vielleicht selber Joghurt gemacht hat, weiß, man kauft sich einmal so ein Joghurtferment und das kann man dann immer wieder weiter verpflanzen. So, ich habe die besten Erfahrungen gemacht, indem man noch 2 Esslöffel Magermilchpulver einrührt. Das gibt erstens mal noch einen besseren Geschmack und eine bessere Konsistenz. Das wird einfach damit eingerührt. Bis das Ding voll ist. Auch ein kleiner Dings an den Hersteller. Der Behälter könnte einen Ticken größer sein.
damit man 1 Liter Milch und eben den Wiederansatz noch komplett reinkriegt. Ein bisschen knapp. Jetzt wird Wasser gekocht. Hier in diesem Falle elektrisch, weil wir gerade im Hafen sind, ansonsten natürlich mit Gas. Und dieses Stromlos ist natürlich nicht energielos, aber man kann das halt auch auf hoher See, wie auch immer, sehr gut herstellen. So, das Wasser hat jetzt gerade gekocht. Das sind 750 Milliliter. Die kommen jetzt in den Behälter rein. Dann decken wir die angerührte Joghurt-Milch-Masse. Decken wir ab. Und der Deckel drauf. So, dann ist hier so ein Griff. Ich hoffe immer, dass das hält. Dann kommt das da rein. Dann kommt der Thermosdeckel da drauf. Zumachen. Und jetzt ist das Ding transportabel. Kann irgendwo am Schiff hingestellt werden, wo es nicht stört. 10 bis 12 Stunden ruht es. Und dann ist bester Joghurt da. Das ist wunderbar, da kann man den Joghurt reinfüllen, ab in den Kühlschrank, Spätzle. So, Behälter kann man auch für andere Dinge noch verwenden. Man könnte zum Beispiel eine heiße Suppe reintun, man könnte Eis damit holen. Zur Eisdiele gehen, wenn es irgendwo im Hafen eine Schicke gibt und Eis holen. Das Ding ist also vielseitig noch anderweitig zu verwenden. Aber wir sind jetzt auf dem Weg von Gomera nach La Palma und sind glücklich, ein kleines Cockpit zu haben, denn das kleine Cockpit ist bei der Welle jetzt doch sehr, sehr von Vorteil. Wir können uns gut abstützen. Wir haben nicht das Problem, dass wir irgendwie durch das Cockpit fliegen. Tolle Sache. Im Hafen ist es manchmal so ein bisschen lästig, dass man sagt, ah, schöner wäre doch jetzt so ein großes Cockpit. Aber jetzt auf See ist es natürlich eine ganz andere Nummer. Und ihr seht, wie das wackelt hier. Da das Segeln in dieser Episode vielleicht etwas zu kurz gekommen ist, hier noch ein paar Segelimpressionen von Bord der Mola Mola. Wir hoffen, es hat euch gefallen, einige Dinge von Bord der Mola Mola zu erfahren. Oft sind es ja nur Kleinigkeiten, die für uns Alltag sind, die aber für den einen oder anderen von euch neu und interessant sein können. Wir lernen auch jeden Tag irgendetwas Neues dazu und freuen uns selbstverständlich auf eure Anregungen in den Kommentaren. Bleibt alle gesund und empfiehlt uns weiter. Eure Mola Molas. Stopp, hier noch etwas, was ich nicht untergebracht habe. Zum Beispiel der wilde Spinat, den wir auf Madeira gefunden haben. An dieser Stelle noch einmal schöne Grüße und vielen Dank für den Tipp an Bea und Peter von der Norina. Genauso gerne erinnern wir uns an die vorzügliche Beratung beim Hummerkauf in Camarée-sur-Mer.
Für uns unvergesslich die Menschen, die uns überall offen und freundlich begegnet sind. Was machst du? Herzlich willkommen, schon großer von allen die Deutschen. Herzlich willkommen, alle Leute auch. Juden, Muslimen, Katholiken, alle. Herzlich willkommen.